Moin, moin, liebe Leute. Wie versprochen kommt auch hier ein kleiner Einblick in die neuen Völker in Form eines kurzen Gameplay-Videos. Nicht länger als 10 Minuten, denke ich mal. Ich fange einfach mal an mit der Charaktererstellung. Bevor man ewig sucht, es ist unten links verbündete Völker. Dort kann man draufklicken. Wie man sieht, 2 habe ich bisher freigeschaltet. Ich fange, wie beim Questen auch schon, mit den Hochbergtauren an. Auch hier kann man Neu- oder Klassenprobe spielen. Neu ist hier bei den verbündeten Völkern, sie starten auf Level 20, nicht auf Level 1, was ich schon sehr cool finde. Und dann gehen wir mal die Klassen durch. Krieger, Jäger, Schamane, Mönch und Druide. Wir können hier auch auf mehr Infos klicken. Hochbergtoren stürmt vorwärts und stößt Gegner zu Boden. Erhöht Vielseitigkeit, Fähigkeit von Bergbau und Geschwindigkeit sind erhöht. Man kann mehr Fisch und Fleisch erbeuten und widerstandsfähig gegen jede Schadensart. Ist natürlich sehr gut als Tank geeignet, deswegen ich mache einfach mal einen Krieger und gehe mal auf Anpassen. So, wir fangen mal ganz oben an und fangen mal mit männlich an. Das erste, was wir entscheiden können, ist die Hautfarbe. Dunkelbraun, hellbraun, weiße Flecken und braun und schwarz. Ich finde schwarz persönlich am besten. Das nehme ich jetzt einfach mal. Das Gesicht. Ja, sieht man von vorne am besten. Am meisten ändern sich die Nüstern und die Breite des Gesichts. Ich finde das ganz cool. Es hat was Aggressives im Gesicht. Das mag ich. Die Hornart. Ja, sehr cool. So riesige Schaufeln. Oder eben halt mit mehr Zacken. Ein bisschen kleiner. Auch hier mehr nach oben gebogen und nach vorne zum Aufspießen gut geeignet. Ja, das ist natürlich auch sehr cool mit den Federn, schön großes Geweih. Aber das fand ich am besten, das nehme ich. Die Hornfarbe, okay, gibt es 2 Auswahlmöglichkeiten. Ah, cool. Das gefällt mir mit dem Muster und dem dunklen Bändern, das finde ich ein bisschen besser als das rote. Das gefällt mir sehr gut. Bärte, wir fangen mal oben an, kein Bart. Vollbart mit Zopf. Nur der Zopf. Oh, diese Kordel, die finde ich ganz cool. Also 2 Indianerzöpfe an der Seite ist auch ganz nett. Ah, das finde ich am coolsten. Das passt zu diesem indianisch Aussehenden so. Das gefällt mir. Der Tattoo-Stil, man sieht nicht viel davon, weil ich ja Rüstung trage. Also entweder gar keine oder hier in Blau. 3 verschiedene Möglichkeiten. Hier sieht man auch ein bisschen an den Armen und so wäre es eigentlich auch. Das sieht man nur hier leider nicht. Wenn man transmoggt und die Oberkleidung auszieht, dann würde man das sehen. Dasselbe nochmal in Grün. Ha, das gleiche in Grün, sehr schön. Und in Rot. Ich nehme das Rot, das finde ich sehr cool. Auch an den Ohren, das sieht geil aus. Das mag ich, das lasse ich. Ja, gehen wir einmal nochmal die Frauen durch. Bei denen auch die Hautfarbe. Die gleiche Auswahl, das Gesicht. Oh, ein bisschen helleren Teint finde ich auch schön. Ja. Die Hornart hier. Das sieht echt cool aus. So ganz klein, stummelig. Ja, die haben irgendwie eine andere Auswahl. Also die haben nicht diese mega Geweihe. So ein bisschen kleiner alles. Auch hier mit und ohne Muster. Haare, ach. Stimmt, die haben ja kein Bart. Auch hier wieder diese Kordeln wie in dem Bart. Sehr cool. Bisschen zur Seite abstehend. Dicke Zöpfe. Oh ja, cool. Komplett umwickelt oder eben hier nur mit diesen kleinen Fässern drin, sag ich mal. Auch hier gilt für den Tattoo-Stil wieder das gleiche. Mit der Rüstung sieht man nicht viel davon. So, ich gehe mal wieder auf männlich. Nehmen den und ich nenne ihn mal den Testtauren. So, ich werde jetzt mal die Welt betreten. Schauen wir uns das Klassenintro an. Der Hochberg bleibt stark. Diese Worte sprechen von mehr als Erde und Stein. Sie erzählen die Geschichte unseres Volkes, das Entbehrung und Konflikt trotzte, um sich gegen gemeinsame Feinde zu vereinen. Es ist Zeit, dass ihr euch aufmacht über unsere ehrwürdigen Gipfel hinaus.
Beschreitet den Pfad, wie Hulln so lange vor euch, und ehrt den Namen Hochberg. Oh, das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wow. Cool. Einfach cool. Ah, hier hat hier jemand einen Druiden erstellt. Sieht auch sehr schick aus. Sieht genauso aus wie ich im Grunde mit dem großen Gewehr. Ah, nee, er hat das mit den Federn genommen, das andere. Ich habe mich schon dahingehend belesen, dass die meisten Emotes die gleichen sind, aber die Witze sind auf jeden Fall anders. Lust auf ein Spiel? Immer wenn eine Harpie was von Erde oder Steinen kreischt, heben wir einen. Da werden wir sehr schnell betrunken. Warum tragen manche Draenei ihre Euter eigentlich im Gesicht? Das ist eine sehr gute Frage, die ich lieber nicht beantworten wollen möchte. Ich bin vielleicht nur ein einfacher Tauren aus den Bergen, aber wenigstens suche ich nicht im Tierdom nach Beute. Ja, danke für diese Quest. Was riecht schlimmer als ein Drogbar? Zwei Drogbar. Was riecht schlimmer als zwei Drogbar? Das konnte noch keiner herausfinden. Der Gestank bringt einen Feuer um. Boah, ist das doof. Warum tragen manche Draenei ihre Euter eigentlich im Gesicht? Wir versuchen es nochmal. Was riecht schlimmer als ein Drogbar? Zwei Drogbar. Ich warte auf einen ganz bestimmten. Was riecht schlimmer als zwei Drogbar? Von dem mir schon erzählt wurde. Das konnte noch keiner herausfinden. Der Gestank bringt einen Feuer um. Habt ihr gerade versucht, euren Hut an mein Geweih zu hängen? Sehe ich etwa aus wie eine Garderobe? Bisschen schon. Ha! Ein Kumpel von mir hat einmal so einen episch gekleideten Abenteurer überredet, Fische in den Fluss zu treten. Das war doch nicht etwa doch, ihr. Das war ich. Auf den Witz habe ich gewartet. Ich finde ihn sehr gut. So, wir nehmen mal die Quest an. Ich weiß, ich muss das nicht lesen, wir denn sie wird den uns das Hammer erzählen. Und unser Land zurückerobern. Jahrhundertelang nannte unser Volk die verheerten Inseln sein Zuhause. Wir wissen wenig über das Azeroth jenseits unserer Küsten. Es ist an der Zeit, das zu ändern. Heute tretet ihr eine neue Reise an, Champion. Ihr werdet unsere Stimme sein in den Landen jenseits der Berge. Reist nach Orgrimmar, trefft unsere neuen Verbündeten und findet heraus, was ihnen teuer ist, wofür sie kämpfen. Bleibt eurer Heimat treu. Und solltet ihr sie je vermissen, dann denkt daran, dass der Hochberg für euch da ist und es immer sein wird. Ja, sehr gut. Die Kampfanimationen sind die gleichen wie bei den Tauren. Da hat sich nicht wirklich was geändert, soweit ich weiß. Ich mag mich natürlich irren. Das tut mir dann leid, aber ich werde nicht viel Kampf zeigen. Das Einzige, was ich euch gleich noch einmal zeigen will, ist, was passiert, wenn man dein Orgrimmar betritt. Und einmal die Klassenfähigkeit außerhalb des Kampfes. Man kann sie immer benutzen, aufs Geweih nehmen. Stürmt eine Sekunde lang vorwärts und stehst Gegner zu Boden. Die muss man sehr gezielt einsetzen, da man nicht irgendwie einen Gegner anvisieren kann dafür. Das ist, sieht dann einfach so aus. Man rennt wirklich nur geradeaus. Man kann in dem Moment nicht lenken. Aber das mit dem zu Boden stoßen ist halt recht cool. Auch wie die anderen Tauren schon echt für Tank sehr gut geeignet, weil weniger Schaden reinkommt aus allen Quellen. Vielseitigkeit ist erhöht, was bei vielen Tanks wirklich nützlich ist. Mir gefällt's. Auf nach Orgrimmar, um zu zeigen, was passiert. Wir steigen auch mal auf unser neues Klassenreittier, welches, finde ich, sehr gut zu uns passt. Da hat man sich echt Mühe gegeben, auch wenn es nur wieder ein Elch ist, aber diese ganzen Kleinigkeiten, die Verzierung und so, die Rüstung dieses Elchs und die Bemalung sind sehr cool. Auch den Wappenrock, den wir gleich kriegen werden, da bin ich gespannt, wie gut der aussieht. Hier ist der Botschafter, was benötigt der schon den ihr? Mut vor uns nimmt. Ah, unser junger Champion. Vertraut niemandem. Man hat mir erzählt, dass ihr großes Potenzial zeigt.
Hoffen wir, dass diese Berichte wahr sind. Die Hochbergtauren sind berühmt für ihren Mut und ihre Stärke. Wir werden solche Qualitäten brauchen. Die Horde hat viele Rivalen in dieser Welt. Manche sehen uns als ihre Feinde, andere nennen uns Ausgestoßene. Doch wir schöpfen Stärke aus Einheit und wir stellen uns allen entgegen, die uns unsere Freiheit nehmen wollen. Seid versichert, ich werde euren Fortschritt verfolgen. Als Kriegshäuptling erwarte ich viel von euch, aber ich belohne auch jene, die mir gut dienen. Genug der schönen Worte. Ihr habt einiges zu beweisen. Wo immer euer Pfad euch auch hinführt, vergesst nicht, ihr kämpft für die Horde. Ja, ein sehr schönes Intro. Das war im Grunde auch alles. Wir werden nur eine Quest haben wir jetzt angenommen und das ist auch die einzige, die wir erstmal kriegen. Wir sollen zu diesem Ding gehen, zu dem Befehl des Kriegshäuptlings. Da hat sich einiges geändert. Das ist nämlich jetzt wie bei Legion auch in der Ordenshalle. Man kann sich aussuchen, in welches Gebiet man geht und die Gebiete passen sich dem Level an. Es gibt bestimmte Gebiete für bestimmte Levelzonen, Levelbereiche. Also es ist nicht mehr so, geh von dem Gebiet zu dem Gebiet zu dem Gebiet, sondern es gibt mehrere Gebiete, die zum Beispiel Level 20 bis 40 beherbergen und die Gegner passen sich entsprechend an. Und das finde ich persönlich sehr, sehr cool gemacht. Ich zeige euch mal, wie es aussieht. Das war halt auch unsere Quest, das Ding anzuklicken. Jetzt haben wir zum Beispiel die Wahl zwischen Steinkrallengebirge, Eschental und dem Vorgebirge des Hügellands. Dort können wir jetzt anfangen zu questen, wenn wir das möchten. Hier steht Halian, Slava Falke, der Hochbergabgesandte. Wir fürchten die Finsternis nicht. Ja, alle wollen das Geweih anfassen, das ist schon ein bisschen schräg, aber er mag es irgendwie. Ja, er ist halt neu hier in diesem Land, das hat man noch nicht gesehen. Gemeinsam stehen wir für den Hochberg. Okay, er geht zum Beispiel ins Eschental, dafür rennt er aber in die falsche Richtung. Naja, macht auch nichts. Das wär's auf jeden Fall von den netten Hochbergtauren. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall ein wenig mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hätte. Ich freue mich schon, die nächsten Klassen zu präsentieren. Bis dahin, liebe Leute, gehabt euch wohl, viel Spaß und haut rein.